Hallo Menschen, dieses Video kommt sehr, sehr ungeplant, aber ich habe dieses Jahr zum Geburtstag so viele tolle Dinge bekommen, und zwar hauptsächlich Bücher oder so Buchnahes. Und in den letzten Jahren hat das auch immer mal so einer, zwei versucht, aber dieses Jahr ist es wirklich nur Bücher, und das finde ich so, so toll, dass ich es gerne mit euch teilen möchte, weil sich dadurch da auch irgendwie so ein bisschen so mein Leseplan, den ich hatte, geändert hat, oder ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich zeige es euch einfach mal in der Reihenfolge, in der ich es ausgepackt habe, denn das ist ganz, ganz wunderbar. Und es geht los mit ein Mann, der uns vom Schuber her sehr intensiv anschaut, der hier. Und das sind die gesammelten Werke von Paul Celan mit diesem Inhalt. Ist das nicht toll? Das habe ich von meinem Partner bekommen und ich bin so stolz darauf, wie gut er da aufgepasst hat, dass ich Paul Celan eigentlich immer so als Lieblingsautoren nenne, obwohl ich nur ein kleines Bändchen von ihm las und ich habe schon den ersten Teil gelesen und es ist großartig, wieder in diese Welt einzutauchen. Ganz, ganz tolle Sprache und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt so viel habe, was ich von ihm lesen kann. Als zweites hätten wir dann etwas, was vom Cover her auch absolut vielversprechend aussieht. Es ist ein Comic zu über Pinocchio. Und mal abgesehen von diesem wunderbaren Cover habe ich auch schon mal ein bisschen durchgeblättert und es sieht genau aus wie etwas für mich, denn auf der einen Seite da hing Pinocchio quasi am Baum. Also nicht spaßig spielen, sondern eher so wie die Eule. Und es sieht nach einem düsteren Märchen aus oder so. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das ist genau mein Ding. Die nächsten drei kamen so quasi im Pack. Da haben sich drei zusammengetan. Und das erste, was ich da auspackte, ist diese wunderschöne Clothbound Edition von den beiden Alice-Romanen. Und das Schlimme an diesem Geschenk ist jetzt, wo ich es wirklich mal in der Hand halte und sehe, wie wunderschön das in echt ist, bin ich wirklich versucht, mir noch mehr aus der Reihe zu kaufen. Ich habe das bis jetzt eigentlich unterbunden, aber die sind wirklich, wirklich schön. Und ich freue mich vor allem darauf, die Alice-Romane mal wieder auf Englisch zu lesen. Also nicht mal wieder, sondern überhaupt. Denn es basiert ja doch sehr viel auf Wortspielen und das ist natürlich auf Deutsch immer eine ganz andere Sache. Und bin sehr froh, da hier mal wieder eintauchen zu können. Das zweite in dieser Runde, denn meine Freunde haben anscheinend meine YouTube-Videos geguckt, das ist Krieg und Frieden in dieser Schuber-Ausgabe vom DTV-Verlag. Und Tolstoi wollte ich ja schon immer lesen und kam noch gar nicht dazu. Und jetzt mit einem anderen Geschenk komme ich jetzt drauf, warum habe ich sehr, sehr viel Tolstoi vor mir und ich bin gespannt, was mir dieser Klassiker zu bieten hat, sag ich mal. Und ich gehe sehr positiv an die Lektüre heran. Und das letzte in diesem Paket ist Schuld und Sühne von Dostoevsky. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass auch Dostoevsky so jemand ist. Der gehört zu meinen Lieblingsautoren, der hat mich geprägt, aber ich las das ja eigentlich nur so die dünnen Heftchen, die es bei Reklam gibt und noch nicht seine großen, berühmten Romane. Das Einzige, was mich an der Ausgabe irgendwie irritiert, und das kann ich euch quasi auch aus der Ferne zeigen, ist die Schriftgröße und der Zeilenabstand. Ich habe noch nie ein Buch gesehen, was so gedruckt ist. Aber es steht vorne drauf, vollständige Ausgabe. Insofern bin ich zufrieden und vielleicht kommt man dadurch sogar etwas schneller durchs Buch, weil man dann immer schnell eine Seite liest. Auf jeden Fall kann ich dann endlich mal einen der dicken Dostojewskis lesen. Und das Ganze kam eingepackt in den YouTube-Beutel einer befreundeten Band, The Last Hangman. Beziehungsweise befreundet, inzwischen haben auch viele Mitglieder gewechselt, aber zumindest der Sänger. Und dann fand ich sehr, sehr toll, weil ich noch nie einen schwarzen YouTube-Beutel habe. Und hübsch, haben sie gut gemacht. Dann hat es sich dieses Jahr ergeben, dass ich nach Hause fahren konnte, was ich sonst eigentlich nicht mehr so mache. Und von meiner Schwester habe ich erstens die Eintrittskarten für Der Sturm im Schauspielhaus in Dresden gekriegt. Dazu muss ich auch vielleicht das Buch vorher mal noch lesen. Und dann außerdem noch dieses hübsche kleine Notizbüchlein. Ganz, ganz toll, ist handgemacht. Und dazu kamen auch noch diese Ecklesezeichen, die ich auch schon mal benutzt habe. Finde ich so, so hübsch. Toll. Ganz, ganz hübsch. Also meine Schwester schenkt mir immer die Lesezeichen, die dann so meine Hauptlesezeichen werden. Gefällt mir sehr gut. Meine Oma hat ebenfalls ein paar alte, gebrauchte Bücher für mich gefunden. Bei so einer, ich sag mal, wie eine private Bibliotheksauflösung oder so. Und zwar sind die alle drei von Christa Wolf. Ich habe es auch noch in diesem Bändchen gelassen. Und zwar hätten wir da Störfall, Kindheitsmuster und Cassandra. Und ich bin irgendwie durch mein Studium gekommen und nicht sehr stolz drauf, ohne Cassandra, ja. Ohne Christa Wolf zu lesen, nicht mal mit der, ging irgendwie alles an mir vorbei und sie ist auch immer so einer dieser deutschen Namen, die man halt immer im Kopf hat, was man doch vielleicht mal gelesen haben sollte, wenn man deutsche Literatur mag, wenn man Germanistik studiert hat und ich freue mich sehr drauf, endlich mal Christa Wolf zu lesen. Ich bekam außerdem von meinen Freunden einen
Gutschein für eine Buchhandlung und den habe ich noch nicht mal komplett ausgegeben. Ich bin sehr stolz auf mich, habe mir aber zwei neue Bücher davon gekauft. Das eine ist Pfaueninsel von Thomas Hetsche. Das werde ich zwar nicht sofort lesen, denn Verstand hat auch Interesse angemeldet, dass wir das doch wieder gemeinsam lesen könnten. Und wie ihr gesehen habt, habe ich auf jeden Fall noch genug Bücher, um die Zeit überbrücken zu können, bis sie sich das zugelegt hat. Aber ich freue mich schon sehr darauf. Das war... war es eigentlich der Buchpreis oder der Preis der Leipziger Buchmesse? Auf jeden Fall war ich dafür mit nominiert und mit so eines derjenigen, die mich auf jeden Fall am meisten interessiert haben. Und ebenfalls von diesem Gutschein kaufte ich mir dann noch Level, den zweiten Teil der Silo-Reihe, also zumindest der Reihe, die mit Silo beginnt, was wohl aber eigentlich die Vorgeschichte erzählt. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt, denn das ist eine Reihe, die ich in meinem so Vorsätze für 2016, die du auch ganz vergessen hatte, dass ich die eigentlich auch noch beenden möchte, dass es die überhaupt noch gibt, weil das Buch ja immer bei meinem Schwager herumstand und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Oder eigentlich, was vorher passiert ist. Und dann kommen wir fast schon zum Ende, denn es kam noch ein Päckchen von Verstand an mit einer sehr, sehr putzigen Postkarte und dann einem Gedichtband Frühlingsregen von Roberto Ranjes. Ich zeig's euch mal in dieser hübschen Inselbücherei. Ausgabe, bei der ich auch mal schon mal überlegte, ob ich mir da nicht mehrere zulegen möchte, aber im Endeffekt doch immer ein bisschen teurer, aber sehr, sehr, sehr hübsch. Und jetzt vervollständigen wir auch den Tolstoi, denn ich habe hier diesen Band Erzählungen von ihm. Auch da freue ich mich schon drauf, denn ich las vor kurzem Der Schneesturm von Sorokin und da haben aber ganz viele gesagt, das passiert prinzipiell oder ist so eine Art neue Anderserzählung von Herr und Knecht. Oder Knecht und Herr? Nee, ich glaube Herr und Knecht von Tolstoi. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, da mehr in die russische Klassikerschiene einzutauchen. Freue mich auf alles. Und dann habe ich mir auch noch selber gekauft, auch von einem Gutschein, aber das ist mir dann später eingefallen. Das wollte ich schon immer haben und auch wenn das viele vielleicht albern finden, aber das ist so eine Buchtasche, dass also Bücher in der richtigen Tasche nicht knicken, nicht dreckig werden. Und ich bin ja so jemand, der zwar kleine Anstreichungen mit Bleistift macht, der aber gerne hätte, dass seine Bücher zumindest von außen nach dem Lesen genauso aussehen wie vorher. Und dafür habe ich dann jetzt diese kleine Tasche, die da gerade fast den Abgang gemacht hat. Aber das war alles. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Es waren so viele tolle Sachen. Ich möchte prinzipiell alles gleichzeitig lesen. Und das ist das, was ich noch sagen wollte. Wenn ich jetzt hier diese ganzen Klassiker sehe, auf die ich auch Lust habe, bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich die anderen dicken Klassiker, vor allem Oscar Wilde und Stefan Zweig, diese Gesamtausgabe, ich das alles dieses Jahr schaffe. ich muss mal gucken. Es waren ja auch alles eher so Tendenzen, in die ich hinlesen möchte. Ich freue mich auf alles, was ich jetzt bekommen habe. Alles möchte gleichzeitig von mir gelesen werden und das war alles, was ich euch in diesem Video zeigen wollte. Ihr könnt mir gerne irgendetwas schreiben, wie das musst du zuerst lesen. Also, ist eigentlich schon zu spät, denn ich habe den Porzellan schon zuerst gelesen, aber wo ihr sagt, das war super, da kannst du dich besonders drauf freuen. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.